Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Panda zu den Skins mit 200 Euro im Battle. Wir haben noch eben vom letzten Mal. Wer Premium nicht kennt, 100 Äpfel täglich, Kisten 2% günstiger, 9% schon auf dem Double Drop. Jeden Tag ein Promocode und wie immer stehen in der Beschreibung zwei Promocodes. Die könnt ihr einlösen, indem ihr oben links auf Bonus geht, Promo-Skin und gebt die beiden Codes hier nacheinander ein. Ich hoffe natürlich, ihr bekommt any Cover, dann kriegt ihr irgendeinen Cover-Skin zugeschickt. Kann gut sein, kann scheiße sein, es gibt auch schlechte Cover-Skins. Ich hoffe aber, dass ich jetzt einen Cover bekomme. Any Graffiti, okay. Delikat gibt's aber auch jeden Tag. Falkenknife, Black Diamond. Einmal haben wir das Top-Item gezogen, da war es aber nur eine scheiße Bibi Bison für unter 30 Euro. Heute ein schönes Falkenknife, bitte die 5 nochmal. Schade. Wir zählen einfach mal direkt rein und gehen rein in die Cases. Wir gehen erstmal rein in die Shark Case. Einmal Crick und Dirty eine Dragon Lore abholen. Komm schon. Once in a life. Heute leider nicht. Schade. Schade, Schokolade. Irgendwann werden wir die hier sehen. Glaubt mir das. Irgendwann werden wir sie. Wir machen mal weißer Wahlcase heute durch. Irgendeine Lieblingscase in letzter Zeit. Letztes Mal sind wir ja all in gegangen. War das letzte Mal? Ich bin mir gerade unsicher. Jedenfalls, einmal bin ich all in gegangen. Hat geklappt. Ich gehe nochmal all in. Es hat nicht geklappt. Oh! AWP Hyper Beast macht die Bremse. Macht er natürlich nicht. Der slidet ganz gediegen einmal kurz rüber. Wir gehen nochmal rein. Ihr kennt das ganze Spiel auch. Wenn wir unter 140 landen, gehen wir natürlich all in the nothing. In Skin Dizer Reno. Das ist Minus. Die Prinzessin wäre nice. Einer meiner Lieblingsskins, obwohl die in CS2 noch ein bisschen verbuggt ist. Noch nicht den geilen Effekt hat wie in CSGO, aber das werden die wahrscheinlich irgendwann fixen. Wir gehen nochmal rein. Wir müssen doch jetzt hier mal was hitten. Ansonsten muss die Panda Case mal wieder uns saven. Oh, Emperor wäre schon Killer. FN wäre die schon Killer. Ah, der kleine Hund. Wir kriegen ja auch nur die High-Tickets, ne? Wir gehen einmal in die Panda Case rein. Hoffen jetzt auf ein Low-Ticket, bitte. Keine AK. Keine AK. Außer die Fire Serpent. Aber nee, keine AK. Gib mir was Goldenes. Ich will Gold. Das ist beides okay. Das ist beides okay. 209 Euro. Jawoll, Brudi. 209 Euro. Das andere wäre eventuell das FN gewesen. Das wäre mehr gewesen. Aber hey, 209 Euro. Wir sind im Profito Morito, meine lieben Freunde. Wir sind im Profito Morito. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Shark Case rein. Wir öffnen die zweimal. Vielleicht kommt nach dem Low Roll noch eine Low Roll. Und jetzt kommt ein Low Roll, der über 202 ist. Dann wird es mich abfacken. Dann würde es mich dezent abfacken. Wir wissen auf jeden Fall, es wird keine Dealer, wenn hier zwei sind. Er wird hier landen. Nein! 9000er Roll. Ach, Menno, Menno, Menno. Wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein. Noch zweimal in die Shark Case. Gib mir die heilige Dealer. Okay, der geht nicht so weit scheiß drauf. Drauf geschissen, Bruder. Ja, war beides relativ hoch. Wir haben jetzt noch 12,51 Euro. Da gehen wir nochmal rein in die Buffalo Case. Hier sind auch einige goldene Sachen drin. Und Gold ist gewollt. Oh, Dragon. Oh. Er slidet noch rüber auf die. Schade. Obwohl 12 Euro ist okay, war plus minus 0. Das kann man gerne mal taken. 1,36 haben wir noch. Wir gehen nochmal rein in die 1,35er Case. Hier machen wir normal öffnen. Und dann haben wir noch Apples und gucken wir mal, wo wir gelandet sind. Wir sind auf jeden Fall im Plus. Allein durch das eine Knife. Ich glaube, wir sind bei 250. Pi mal Daumen. Cyrix. Leck mich doch am Arsch. Aber Moonrise ist auch ein schöner Skin. Muss man einfach mal sagen. Ich liebe den Skin. Ist ein sehr günstiger Skin, aber ich finde ihn schick. Muss ich einfach sagen. Wir haben noch Apples, wir gehen rein. Apple Rolls 999er können wir einmal machen. Vielleicht haben wir das Glück und kriegen hier nochmal ein schönes Gut Knife. Safari Mesh, es sieht nicht danach aus. Er wird hier landen. Oder auch hier. Ah, beim besten Skin wahrscheinlich. Wir gucken, wo wir gelandet sind. Ich habe so ein bisschen Angst. Wir haben auch bald ein Level Up, das finde ich schön. Obwohl, ein bisschen Angst habe ich nicht. Also, wir sind auch gut im Plus. Ne? Wir sind hier, zack, zack. Zack,
sagt 250 Euro, 260 Euro. So will ich das gerne sehen. Und wenn ihr die Skins, die ihr hier gezogen habt, nicht haben wollt, sondern andere, gibt es zwei verschiedene Wege. Ihr könnt über Exchange gehen, da könnt ihr euch dann auf dem Market was aussuchen. Ich weiß nicht, was hatte ich jetzt? 250 auf jeden Fall. Da kann man hier danach suchen und dann werden die euch zugeschickt. Dann könnt ihr direkt in CS2 benutzen. What the hell? Der Sticker kostet 250 Euro. Knapp. Holla die Waldfee. Okay. Aber ihr könnt auch, wenn euch die Skins egal sind, sondern ihr wollt einfach Value haben, ihr könnt die exklusive Skin-Offer hier benutzen. Dann kriegt ihr 20% mehr. In meinem Fall wären das dann einfach mal on top mit Rino. Wum, wum, wum. 53 Euro mehr, die ich in meine Tash bekomme. Und dann bekommt ihr quasi Random Skins zugeschickt. Kann eine größer sein, können mehrere kleinere sein. Je nachdem, was die Bots gerade da haben. Aber auf jeden Fall 20% mehr ist ein sehr, sehr nices Feature. Machen die halt, damit die halt, die Skins auf jeden Fall zuschicken können und einfach auch Skins loswerden, die vielleicht ein bisschen länger im Lager liegen. Aber ihr könnt die dann auf Steam auf jeden Fall verkaufen. Ist ein ganz nice Feature. Muss ich einfach mal sagen. Wenn ihr die Seite selbst aussetzen wollt, denkt auf jeden Fall an die beiden Promo-Codes in der Videobeschreibung. Einmal über Bonus, Promo-Skin, gönnt euch for free und auch Daily Cut jeden Tag hier einmal abchecken, um vielleicht mal das goldene Item hier kriegen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich immer wieder. Haut rein und ciao, ciao.